Also bundesweit hat die Bundespolizei heute Morgen mit 1500 Beamten 62 Wohn- und Geschäftsräume, vorwiegend Bordelle und Massageschulen, durchsucht. Dabei wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt 7 Haftbefehle vollstreckt und über 100 Personen vorläufig festgenommen. Bei den vorläufigen Festnahmen bleibt festzustellen, dass hier noch der Status der Eigenschaft, Beschuldigte, Zeuge, Opfer, Aufenthaltsstatus geprüft werden muss. Wir sprechen bisher von einem Einsatzerfolg. Das heißt, alle Haftbefehle wurden vollstreckt. Die Haupttäterin wurde hier in Siegen heute Morgen verhaftet. Insofern ziehen wir bisher eine positive Bilanz.